Willkommen zurück zu einer neuen Folge Saw the Game. Ja, die letzte Folge war ja ultra hektisch, aber irgendwie haben wir doch diese beiden Todesräume überstanden, wobei ich beim zweiten gar nicht mehr weiß, wie zum Henker wir das zweite Ding gelöst haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Erst Blackout und dann lief es auf einmal. Ja, wir sollen immer noch zum Krematorium und da ist eine Truhe oder so. Krematorium links. Ja, wir können nur nach links. Ja, eine Aufgabe jagt die nächste. So kam es mir in der letzten Folge vor. Ist das hier einfach nur ein Raum? Okay, Raum und Tonband. Vielleicht irgendwo Bomben oder so? Welche Kabel, die am Boden lang gehen. Weil man so Kabel sieht, das dort hier immer auf Bomben hin. Und hier sind keine. Okay, dann ziehen wir uns das Tonband rein. Okay, mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Wir sollen ja immer noch... Wir müssen ja immer noch eine Hand auftauen. Da oben steht's. Legen Sie die gefrorene Hand in den Ofen. Okay. Damit wird wohl der hier gemeint sein. Oder? Ja. Müssten wir uns nicht mega den Arm verbrennen? Da legt sie ganz entspannt rein. Gar kein Problem. Und nimmt gechillt den Schlüssel wieder raus. Ja, ich sagte es ja schon mal. Der rechte Arm von Detective Tapp hat 1% Chuck Norris Gene. Ist einfach unzerstörbar. Öffnen. Ich muss den ja noch rausnehmen. Oh ja. Ich habe ihn gar nicht rausgenommen. Aber jetzt. Da steht ein Typ drin. Oh nein. Oh nein. Das sieht wie diese komischen Rohrscheiben aus. Die bei den Gasfallen immer waren. Die so unglaublich fummelig waren. Jetzt sagt nicht, wir müssen drei Rohrscheiben lösen. Scheiße, Mann. Werden wir fehlen oder schaffen wir es? You have isolated yourself from society, creating a life so empty that you have come to me for your test, for a reason to live. You wish to become like me, but the only way to give others the chance to live life is to understand why it is so precious. The room you are in is attached to a large furnace. Detective Tapp is your only hope of redemption. If he fails, the temperature will increase and the liquid within your body will boil you alive. Time is short. Scheiße, es sind wirklich Rohrscheiben. Oh nein. Die Dinger hasse ich wie die Pest. Der passt nicht. Der auch nicht. Das noch unter Zeitdruck. Da geht nur der. Welcher sieht denn hier gut aus? Nein. Nein. Der geht nicht. Der könnte auch nicht funktionieren. Der passt nämlich nicht. Wie willst du dich denn da selbst befreien, Obi? Alter, wie wenig Zeit haben wir denn, Mann? Hier kannst du... Der passt! Nein! Was mache ich denn? Ich drehe in die falsche Richtung. Oh. Haben wir jetzt nochmal Zeit dazu bekommen? Oder haben wir für alle gleich wenig Zeit? Könnte der funktionieren? Der vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Diese Rohrscheibendinger sind echt ätzend. Der?
Nope. Ich glaube, ich brauche hier schon einen anderen. Ich brauche einen anderen. Nein, der passt gar nicht. Vielleicht der? Oder hatten wir den eben schon mal? Den hatten wir eben schon mal, oder? Ich brauche hier einen anderen. Aber welcher passt? Welcher passt? Es passt doch nur der. Jetzt habe ich es, glaube ich, oder? Nee. Welcher könnte hier funktionieren? Der nicht. Oh, die Anzeige ist schon gelb. Ja, diese Rohrscheiben, sie sind so unglaublich ätzend. Ich brauche ganz außen schon anderen, oder? Kann das sein? Da passt nur der. Den kann ich hier irgendwie einen anderen nehmen. Den eventuell. Oh, shit. Der krepiert gleich. Den vielleicht. Nein. Schnitter, du Depp. Passt der oder passt er nicht? Er passt nicht. Alter, der stirbt mir gleich weg. Der passt auch nicht. Der vielleicht. Oh, der hat funktioniert. Hä? Hatten wir für alle drei nur dieselbe Zeit insgesamt zusammengerechnet? Oder für jeden extra? Alter, wie krass ist denn diese Aufgabe? Und wir sind zum ersten Mal gescheitert. Nehmt's mir nicht übel, Leute, aber ich brauche jetzt erstmal einen Tropfen Kaffee. So. Mit Koffein geht das einfacher. Können wir die abbrechen? Können wir die nicht abbrechen, die Sequenz? Doch, können wir? Okay, weil die haben wir schon gesehen. So, Schnitter. Jetzt mal volle... Das ist doch anders als eben. Alter, die sind random, die Teile. Du kannst ja nicht mal merken, welche Kombination du hattest. Das ist ja mies, Mann. Der passt nicht. Alter, das ist richtig mies. Ich drehe den immer wieder nach außen. Haben wir weniger Zeit als eben oder kommt man das nur so vor? Okay, den haben wir. Der war aber anders als eben, oder nicht? So, der passt nicht. Der passt. Ich guck mal, ob außen auch noch eine andere Möglichkeit gibt oder nur eine. Es gibt nur eine. Aber es gibt im Inneren mehrere Varianten, die funktionieren könnten, aber nicht funktionieren. Der geht auch nicht, glaube ich. Nein. Der nicht. Der auch nicht. Es geht irgendwie nur der, aber hier muss ein anderer funktionieren. Der nicht. Der passt nicht. Es passt doch nur der, oder bin ich blind? Es muss hier einen anderen geben. Aber welcher? Den hatten wir gerade. Es funktioniert doch nur der eine. Wie oft werden wir scheitern? Das ist jetzt die Frage. Es muss hier eine andere Variante geben. Da geht der eine nach außen. Der passt nicht. Der auch nicht. Boah, den hatten wir eben. Es muss außen eine andere Möglichkeit geben. Der stirbt uns erneut weg. Es gibt einen anderen außen, verflucht. Der passt nicht. Der vielleicht. Hatten wir den nicht schon mal oder passt der? Der passt nicht.
verdammt nochmal. Der funktioniert aber. Er ist hin. Ey, das ist jetzt die Let's Fail-Folge. Aber dieses Rohrscheiben-Ding hat's verdammt in sich. So, lass mich doch mal die Sequenz überspringen. Okay. Ich muss auf jeden Fall den ersten schon schneller lösen. Da gibt es nur eine Variante, die funktioniert. Nope. Der hier. Der. Oh, jetzt muss ich den noch weiter drehen. Komm, der erste war jetzt easy. Langsam kriegen wir Übung. Der zweite ist echt heftig. Aber ganz außen gibt es nur einen, der geht. So viel ist sicher. Das Problem ist, es gibt beim mittleren zwei, die funktionieren könnten, aber es geht nur einer. Ey, das ist so random auch, dass man das nicht weiß. Der geht nicht. Konnte man diesmal relativ gut erkennen. Wo waren wir? Wo waren wir? Wo waren wir? Hier waren wir. Okay, hier muss ein anderer her. Nein. Nope. Den hatten wir eben. Hier geht auch nur einer. Hier müssten dann theoretisch zwei funktionieren. Aber der funktioniert nicht. Der auch nicht. Der passt auch nicht. Der müsste doch passen hier. Tut er nicht. Das gibt's doch gar nicht. Der Sch... Ja. Immer mit der Ruhe. Es muss einen anderen geben. Außen. Das gibt's doch gar nicht. Ganz außen doch zwei. Nein. Der auch nicht. Der wird gleich sterben. Da bin ich mir absolut sicher. Oh, der ist tot. Ja, Leute. Ich glaube, wir werden ein bisschen an dieser Ecke scheitern. Ich will jetzt aber auch nicht Ewigkeiten brauchen, weil wir kennen diese Aufgabe jetzt. Wenn es zu lange dauert, dann werde ich wohl schneiden müssen, was ich eigentlich nicht will. Mir geht, das ist wieder anders als eben. Gut, der erste ist ja noch relativ easy, da passt nur eine Variante. Okay, so. Wenn wir schon beim zweiten scheitern, wie sollen wir dann den dritten schaffen? Gut, hier passt ja außen auch nur einer. Das wissen wir ja mittlerweile. Nur passt ab dem zweiten Kringel, passen schon zwei. Der? Eventuell. Diese Zwischeneinblendung, die macht einen wahnsinnig. Passt denn hier ein zweiter? Das ist immer noch die Frage. Ne, das ist ja gleich wie eben, glaube ich. Es kann doch nur der hier passen. Nur er passt in der Mitte nicht. Er passt einfach nicht. Der kann nicht funktionieren. Der auch nicht. Den hatten wir eben. Verdammt nochmal! Das gibt's doch nicht! Haben wir den nicht eben schon mal probiert? Er passt nicht!
ganz außen gab es nur einen. Wir haben aber noch Zeit. Erstaunlich. Dachte, er würde jetzt verbrennen. Hier passt auch nur einer. Wieso passt's in der Mitte nicht? Nein. Ich werde es in dieser Folge jetzt noch einmal probieren. Und ansonsten sollten wir jetzt nochmal scheitern. Dann werde ich die nächste Folge mit der Lösung anfangen müssen. Weil es dauert sonst einfach zu lange. Das ist dann für ein Let's Play vielleicht nicht so schön, wenn man dann 50 Mal dasselbe sieht. Dann bleibt mir nur noch ein kleiner Cut übrig. Ich mach's nicht gerne, aber ich komme dann irgendwie auch nicht mehr drum rum. Jetzt nehme ich hier schon den verkehrten. Hä? Der geht nach außen? Jetzt passt er nicht mal außen. Ey, was ist hier los? So, der. Dann passt nur der. Ich drehe ihn falsch rum. Okay. Den haben wir. So, hier wissen wir ja schon. Außen geht nur eine Verbindung. Die hier. Das Problem ist, dass es hier zwei oder drei Varianten gibt. Was natürlich nicht so schön ist. Und die ist es nicht. Nein, der passt auch nicht. Den hatten wir eben. Das heißt, es muss in der Mitte eine andere Variante geben, als die, die wir versucht haben. Wir probieren irgendwie immer dieselbe aus, weil es hier keine andere gibt. Da geht eine Leitung nach außen. Da nicht. Es muss schon hier eine andere geben. Gibt es aber nicht. Und ganz außen auch nicht. Der passt gar nicht. Der auch nicht. Der eventuell. Ja, komm. Halt durch, Obi. Ich glaube, wir sind auf einem besseren Weg. Nein, sind wir nicht. Ist es das? Das ist es. Alter, jetzt kommt der letzte. Ach du Scheiße. Wie viele passen denn außen? Zwei. Okay, der könnte gehen. Der könnte gehen. Geht er oder geht er nicht? Er geht nicht. Ich brauche außen schon einen anderen, glaube ich. Den eventuell. Der passt gar nicht. Ich glaube, wir waren außen schon bei den richtigen. Aber in der Mitte nicht. Nein. Nein, da passt ja überhaupt nichts. Der auch nicht. Da wäre der sogar zu. Ja. Hä? Der passt hier gar nicht. Haben wir den falschen außen?
Komm schon, Schnitter. Es gibt doch nur noch den. Ich glaube, funktioniert der? Nope. Gibt's hier eine andere Variante außen? Oder besser gesagt innen? Der passt einfach nicht. Und damit ist Obi erneut gegrillt. Ja, das ist die ultimative Let's Fail-Folge. Und ja, wir werden es in der nächsten Folge lösen. Dann, ja, und zwar direkt lösen. Das heißt, ich werde einen Cut machen und euch in der nächsten Folge direkt die Lösung zeigen. Da es einfach sonst zu lange dauert. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.